Wenn ich mit dem Heli oder mit dem Flugzeug fliege, stelle ich immer schnell die Tasten um, dass ich beschleunigen mit W und mit S halt bremsen. Das ist das Einzige, aber sonst Pfeiltaste for the win hier. Also Gas geben und bremsen machst du mit WS und lenken mit Pfeiltasten. WS lenken, nee, WS gebe ich nur Gas, wenn ich im Flugzeug bin oder Heli, Auto fahren, ganz normal auch Pfeiltaste. Okay. Sonst benutze ich WASD gar nicht. Habe ich auch noch nie gehört. Ich spiele doch so Minecraft, ich spiele alles so. What the fuck? Ich kann es gar nicht anders. Ich habe es mal probiert, WASD zu spielen, habe eine Wette verloren und ich bin echt nicht klar gekommen. Ich habe gesagt, gut, ich lasse den PC lieber aus, aber so spiele ich nicht. Ich habe es nicht gerafft. Ich saß 2 Stunden davor und habe gedacht, ah, was geht mit mir falsch, Alter? Jeder spielt mit WASD, nur ich nicht. Ich bin zu blöd dafür. Ja. Habe ich Nee, aber keine große Ahnung. Hände. Von dem habe ich auch noch nie gehört. Wie viel hat dein Tamper gekostet? 750. Der Dingens, der Führerschein kostet auch 750. Dann arbeiten wir jetzt noch ein bisschen, bis wir 1500 Dollar haben. Und dann gehen wir uns einen Führerschein und ein Auto besorgen. Ich habe ja beide schon. Wie viel hast denn du jetzt gerade? 1000. Und auf dem Konto? Ich habe ein Konto. Oh, habe ich es vergessen, dir zu sagen. Du hast ein Konto, ja. Mach mal die Runde noch fertig, dann bringe ich dich mal zum Kontoautomat, zum Geldautomat, meine Güte. Ja, wie viel ist da von Anfang an drauf? Das weiß ich eben nicht. Keine Ahnung, wie kann ich meine Sachen sehen? Irgendwie Stats oder so? Ja, genau. Nimm mal slash self. Self? Und dann ist es hier neu, das kenne ich so nicht. Hä? Dann mach mal, What? kommt unten so eine kleine Leiste, siehst du Ah, die? Geh persönliche mal Information. auf die linke. Genau, und dann steht da Geld, Bar, slash Bank. 1500 habe ich auf der Bank. Siehst du? Und ich habe auf der Bank 0. Und auf der Hand 668. Russian-Boss wurde von Sindox für 500 Stunden gebannt. Grund: Oh. rassistische Äußerung. Geil! 500. Sagst du einmal Hitler und dann bist du weg für 500 Stunden. Jetzt kann man Na. ausrechnen, wie viel 500 Stunden in Tagen sind. Guck mal, ein Tag hat 24 Stunden. Das sind ist Eine Woche fucking lange. hat dann, könnte gleich permanent gebannt werden. Eine Woche? Das reicht noch nicht. Nein, eine Woche hat wie viele Stunden dann, wenn ein Tag 24 hat? 24 mal 7 sind 7 mal 2 sind 140, circa, sagen wir mal 160 ungefähr. Dann ist er circa für 1, 2 Monate gebannt. Ein Ungefähr. Monat. Plus minus so. Knapp. Ja, das ist schon eine. Aber das finde ich cool, dass die Admins halt hier wirklich durchgreifen, weil auf vielen Servern, wo ich halt bis jetzt war, auf SAMP, waren die Admins, ja, er hat's nicht so gemeint, und dann, keine Ahnung, 2 Stunden später mache ich genau die gleiche Kacke wieder, weil er wird nicht bestraft, das ist ihm scheißegal. Ja, das Und ist echt Kacke. das ist wirklich Kacke. So, bist du jetzt am Weiterarbeiten oder wo bist du? Fuck, stimmt, ich wollte ja aufhören. Genau, du kannst einfach ja weglaufen hier. Nee, nee, ich mache jetzt die Runde noch fertig. Dann habe ich, glaube ich, 1400 und dann sollte es für das Auto reichen. Aber ich will mal gucken, was sonst noch für Autos gibt, weil vielleicht, wenn man für 1000 oder so ein besseres Auto kriegt, dann spare ich lieber. Nee, 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 für 1000 bekommst du nur ein Motorrad. Motorrad will ich nicht. Sonst lege ich mich nur auf die Schnauze. Nee, keine Ahnung, Motorrad fahren kann ich nicht. Ich bin zu dumm dafür. Ich auch nicht wirklich. Ich hasse es auch. Ich fahr lieber Auto. Oder auch Heli fahren oder fliegen. Fahr mal Level 100. Ich kann jetzt mit dem Traktor fahren. Yay! So, jetzt kannst du mal nach vorne kommen, da wo du den Job annimmst. Da steht meine Karre. So, Cancel Job. Du hast die Arbeit abgebrochen. So, guck, ob es jetzt funktioniert. Ich TOEV, ja. schau nur mal kurz, wie viel ich dann mit dem Dings verdiene, mit dem Traktor. Brauche ich dafür einen Führerschein? Ja. 12 Dollar pro Pflanze, alles klar. So, das ist einmal mein hübsches, hässliches Auto hier. Warte, ich schließe mal auf. Ach, das Achtung. kaputte, alles klar. Pass auf. Abschließen. Nein, 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 nein. Hast du es gehört, wie das Auto angegangen ist? Ne. Ah, schade. Dann hört es nur der Wageninhaber. Das ist ein richtig geiles Geräusch. Das habe ich bisher noch auf keinem Server gehört. Auch wo ich es aufgeschlossen habe. Falscher Seite. Stimmt ja. Gucken, ob ich, dass ich mich jetzt hier nicht blamier. Gucken, dass wir heim. Du bist mein Navigationssystem jetzt einfach mal. Alles klar. Das hat das Auto nämlich noch nicht.
Deswegen darfst du jetzt mal Karten lesen hier. Darfst gerade mal links, weiterfahren. Oh, wir wollen leben, ankommen, wir wollen leben. Das war knapp. Fahr da und rutsch geiles, da rechts runter. Geiles rutsch. Navigationssystem, hey. Ja, ich wäre runtergesprungen. Dann, das sind dann die Autos, die im Real Life hier in irgendeinem See wieder auftauchen. Wieso rutschst du hier nicht runter? Nur weil es mir zu... Okay, wie du willst. Ich sagte runter rutschen, nicht runter fliegen. Aber ist okay. Geht auch. Hier rechts abbiegen. Ja, jetzt... Ach, rechts? Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Du bist auch so ein Typ, ne? Du hörst einfach auf dein Navigationssystem. Letztens, ja, ist so, letztens bei uns in Zürich ist so ein Chinese irgendwie ins Einkaufszentrum gefahren. Drive-in. Bis er gemerkt hat, da ist eine Treppe, da kommt er nicht hoch. Mit seiner A-Klasse. Es gibt schon voll Idioten. Hier links abbiegen. Ein bisschen früher hätte ich das von meinem Navigationssystem gewusst. Fahren wir erst zur Stadthalle. Ja. Die halbe Stunde ist vorbei. Wahrscheinlich ruft gleich mein Vater an wegen Essen und so. Aber ja. Dann können wir vor der Stadthalle Schluss machen. Wow! Das ist ein rechts vor links. Gib Gas! Hab ich missachtet. Oh lol, scheiße. Wieso wusste ich, dass er das macht? Wieso wusste ich, dass er. Dein Auto ist im Arsch. Na, noch brennt's nicht. Aber man sollte es vielleicht nicht riskieren. Jetzt. Du bist auch so ein Typ, ne? Brennt nicht, funktioniert noch. Weiterfahren. 2 Meter später, kaboom. So, das Alter, ich bin einer, wenn ich mir nur die Stoßstange vorne anhaut, dann fahre ich direkt reparieren, weil es mich einfach nervt. Eigentlich ich auch, aber... Auto im Arsch. Slash Park, aussteigen. Lauf, Forest, lauf. Oh, lol. You dead. Oh, null. Ich hab null Leben, oder? Nein, wir haben... Hauen! Nein, wir haben noch gar keinen. Wir haben Noob-Schutz, 3 Stunden. Ja. Wir haben Noob-Schutz. Mein Auto ist explodiert, das heißt... Nicht ich schlecht. So, mal gucken, ob ich jetzt... Du hast kein Fahrzeug mit dieser Nummer. Wenn dein Fahrzeug aufgrund eines Serverfehlers zerstört wurde, wende dich an das Forum. Nein, Zerstörungsmelde dein Fahrzeug. Ich finde diesen Server kacke. Wenn dein Auto in die Luft fliegt, ist es weg. Fail. Was darfst du am Steuer nicht? SMS schreiben. Genau. Das kotzt mich jetzt gerade richtig an. Grundregel des Straßenverkehrs, rechts vor links. Na, Schönheit vor Alter. Stimmt. Wer zuerst kommt... Mal zuerst. Wo darfst du nicht parken? Auf Parkplätzen. Auf der Straße, Privatgrundstücken, in einer Einfahrt. Auch die, zum Parken gibt es die Straße. Ist allgemein bekannt. Ja, keine Ahnung. Auf der Straße darf man nicht parken, auf einer Einfahrt darf man nicht parken und auf Privatgrundstücken auch nicht. Eigentlich. Ne? Oder was hast du angekreuzt? Auf der Straße darf man nicht parken. Also ich habe den Führerschein 100 Millionen Mal gemacht. Was tust du, wenn du einen Verkehrsunfall bauen solltest? Anhalten und die Sache klären. Weglaufen. Wegfahren. Nichts. Nein. Wo ist die Option? Wo ist die Option, anderen Typ verprügeln? Die haben sie, glaube ich, vergessen, deswegen kann man die gar nicht lösen. Deshalb ist das Telefonieren während der Fahrt verboten. Weil es Spaß macht. Grundlos. Es kann die Elektronik stören, weil man abgelenkt ist. Ich glaube, ich sollte was Sinnvolleres machen, als hier hin und her zu laufen. Was tust du in einem Stoppschild? Kurz anhalten, durchfahren, parken, umdrehen. Kurz anhalten. Was gilt in einer Einbahnstraße? Nichts Besonderes. Parken verboten, wenden verboten, anhalten. Wenden verboten. So ein Typ wie 330. X. Oh. Ja, den Sound habe ich gehört. Spielt es eine Rolle, ob ich während der Fahrprüfung 80 fahre oder nicht? Kommt drauf an. Also, wenn du Glück hast. Also bei mir, ich konnte jetzt über 80 fahren. Friskier's mal. Ich hoffe, es kommt erst eine Fehlermeldung, bevor ich durchfalle. Nee. Gut, dann fahre ich so 80. Fahr mal ein bisschen schneller. Ich fahre schon 100. Okay, dann. Dann versuche ich mir hier mal den Leuten das Auto zu klauen, wenn hier jemand kommt. Aber hier ist gerade keiner. Nur jemand. Ja, das ist auch kacke. Mitten auf der Kreuzung, ne? Und wenn du links abbiegen musst, dann hast du einen Spaß am Wenden. Hier schießt jemand mit der MP5. Auf dich? Lol. Nein, auf andere. Ich kann ihn nicht dappen.
Das war die beste Kurve ever. Ich habe die so geil gefahren, das ist unglaublich. Ja, ich fahre einfach mal 100 km/h schneller als man. Ah, ich dachte schon, das ist irgendwie der Fahrlehrer, der mich zusammenscheißt. Alter, die Checkpoints sind dumm gesetzt, ganz ehrlich. Nee, keine Ahnung, ich bin gerade 180 gefahren, das hat den Fahrlehrer einen Scheißdreck interessiert. Also ich hätte Angst, wenn so ein Straßenpenner neben mir voll auf die Tube drückt und keine Ahnung. Oh, 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 oh. Nicht irgendwo reinfahren, das mache ich sonst schon genug. Da sucht jemand Stress mit mir. Aber ich kann ihn nicht killen, weil ich 3 Stunden habe. Das finde ich voll kacke. Was? Du kannst sie nicht killen oder sie können dich nicht killen? Beides, das ist das Problem. No way. Glückwunsch, du hast die Fahrerprüfung bestanden. Ich bin zwar ein bisschen zu schnell gefahren, aber danke. So, guck, ich mal, hilf mir mal, ein schwarzer Pole, der will Stress hier, der will aufs Maul. Der war schon längst tot. Aber beleidigt mich, du bist an 3 Stunden, du. Gib ihm auf die Fresse. Das ist mir egal, ob du keinen Schaden kriegst. Na, lassen wir den kleinen Kind seine Freude und gehen. Oh lol, er hat ihn abgeknallt und ich wollte die Kohle haben. Verdammte Kacke. Kumpel? Er hat ihn einfach abgeknallt. Kumpel, komm mit. Ja, du fliegst hier mit dem Roller durch die Luft, das ist auch geil. Fliegen ist was anderes. Ja, aber jetzt okay. Stehst du. Doch, wir fliegen gerade. Wir fliegen echt gerade. Was hast du genommen? Keine Ahnung, aber. Also. Bei mir fliegen wir gerade. Kannst du meine Aufnahme nachher angucken? Okay. Ja, bei mir kannst du auch gucken, weil mein Reifen klebt auf dem Asphalt, wie er gar nicht anders kleben kann. Wir machen gerade Wheelie in der Luft. Und jetzt stoßen wir an der Tunneldecke an. Alles klar. Du läufst irgendwie nebenher und ich sitze allein auf dem Roller. Interessant. Sieht witzig aus. Ja, sehr amüsant. Ja, ich fahre ein Infi, ich kann auf der Mitte der Straße fahren. Das ist wie mit dem BMW und mit dem Mercedes. Mhm. So, jetzt würde ich gerne absteigen und wow. Siehst du, ich bin gegen die Wand geflogen. Ja, ich auch. Das war extra, ich wollte eigentlich abjumpen, aber das ging nicht. Da kann steht ein Infi. Ich habe ein Infi. Wie kann ich das nächste Auto wählen? Ich habe ein Infi. Scheiße, das ist abgeschlossen. Ach. So. Verdammt. 13.000, alles klar. Oh, hier ist ein Buffalo. Also, ich habe einen M3 drauf gemoddet, aber es ist ein Buffalo. Den will ich haben. Scheiße, jeder hat hier sein Auto von abgeschlossen. Aber hier also, auf dem Buffalo, auf den spare ich. Der kostet 43.000, auf den spare ich. 43.000, dann mal viel Spaß beim Sparen. Komm zum Bahnhof. Ja, ja. Klauen da den Leuten mal das Auto. Wie kann ich hier raus? Muss, glaub, Leertaste drücken. Genau, danke. Ich brauche Geld. Die Bullen fallen mich um. Und nicht nur die. Super. Aua. Hilfe, ich bin hier mittendrin, hier im Bahnhof. Ich will den Leuten das Auto klauen. Wow. Au, sorry. Sag ich doch. Und da kommt der Nächste. Oh, der ist eiskalt über mich drüber hier. So verliert man Leben. Du fährst ihn auch um. Ganz gut. Hallo. Da vorne ist das Auto, das ich haben möchte. Aber der fährt zum Glück. Wo ist denn im Geldautomat? Ah, der ist hier. Wo bist du da? Lauf mir mal hinterher. Wo bist du? Ich bin hier beim... wo bist du? Guck mal hier. Ja. Hier ist einer. Also nicht das, sondern der hier neben dran. Alt-GR und klicke ihn an. Ich drücke Alt-GR. Hä? Wieso geht das nicht? Kriegst du die Maus nicht? Kommt bei dir die Maus, wenn du Alt-GR drückst? Drück mal zweimal. Nee, kommt nicht. Dann gib mal ein /rebind. Rebind. Jetzt. Betrag. 200. Alter, die haben hier alle keinen Skrupel. Die fahren mich alle eiskalt um. Auszahlen. Abgehoben. Schließen. Hallo Fippel. Ich will dem Typ jetzt das Auto klauen, wenn er aus dem Paint Spray kommt. Schau ich nicht. Hör auf schon wieder Leute zu ärgern.
Die ärgern mich, die fahren mich um. Also, wow, hat mich wieder eiskalt mitgenommen hier. Wie kann man Autos abschließen eigentlich? Sind die abgeschlossen, wenn die neu gekauft sind? Ja, dann sind sie abgeschlossen. Okay. Oder ich habe jemanden den Heli geklaut, das wollte ich aber gar nicht. Wie kaufe ich den? Mit Enter? Yep. Ja. Irgendwie kann ich mich hier gerade nicht bewegen. Wo ist mein Auto? That helicopter has barely left the ground yet. What? Wo ist mein Auto? Ah, das steht hier oben beim, du musst da... Wow! Da kommt mir ein Taxi entgegengeflogen! Ja, ich kann mich nicht mehr bewegen gerade. Das steht hier, das hinter mir da. Also hinter dem querstehenden Auto. Ich kann mich trotzdem gerade nicht mehr bewegen. Hier steht irgendwie alles quer. Guck mal, das zweite Auto, das da gerade steht. Stopp. Was ist das gerade? Mich hat's aus dem MTA rausgeschmissen. Schön. Wie kann ich hier... Auto... Fahrzeuge. Ja, meine Stimme ist irgendwie voll im Arsch. Moment. So, wieder da. Keine Ahnung. Ich müsste mein... Wenn ich jetzt mich auslogge, wo ist denn mein Auto? Das steht dann immer noch da. Oder wie geht's jetzt? Ja, ja. Weil bei mir gibt's jetzt Essen. Wir müssen jetzt mal einen Cut machen. Wir können ja dann nachher von mir aus noch weitermachen. Ja, gar kein Problem. Ich will ein Buffalo, Mann! Ich bin so neidisch, ne? Der fährt hier mit seinem M3... ist irgend so eine getunte Version. Ich weiß gerade den Tuner gerade nicht auswendig. Er fährt mit dem hervor. Das sieht so episch geil aus. Ja, gut. In der nächsten Aufnahme werden wir versuchen, unser Auto zu finden. Und ja. Naja, also ich korrigiere. Du wirst versuchen, dein Auto zu finden. Ich hab's schon. Stimmt. Ist es nicht weg? Ah, scheiße, ich hab gar keins mehr. Ich muss mir... Okay, ich korrigiere. Ich muss mir ein neues Auto kaufen. Okay. Also, ich würde sagen, dass... ja, wir machen einen Cut und nehmen später nochmal auf, meinetwegen, oder? Ja. Gut. Einrichten. Alles klar. In dem Falle, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.